Guys, I'm here in cold Germany and I actually have to participate in a competition where entrepreneurs are pitching their ideas to us. And actually it's organized by a political party which is very supportive of entrepreneurship. So let's go and see it. I heard there's a lot of important politicians there, so we have kind of police protection. Let's see. Hallo, Ben. Hallo, Zeige. Ben, hi. Hi, Zeige. Hallo, Caroline. Hallo, grüß Sie. Danke. Hallo, grüß Sie. Hi, danke. Schön, dass du da bist. Danke. Man kann sagen, den bekanntesten Gründer Bremens für uns zu gewinnen. Leider haben wir ihn verloren. Zeige ihn nur mittlerweile in Dubai. Aber trotz allem glaube ich und hoffe, ich schlägt noch ein bisschen das Bremer Herz in ihm. Und zeige Ihnen, wenn man das liest, das ist einfach der Knaller, ja? Wenn man das, man denkt so, ja, man hört ein Thema, dann denkt man so an den hanseatischen Kaufmann. Also ich glaube, du bist alles, aber kein hanseatischer Kaufmann, sicherlich von den Tugenden, deswegen freue ich mich gleich, was du uns erzählen hast. Aber zeige Ihnen ist jemand, wenn man auf seine Internetseite guckt, dann macht er Party mit den Kardashians und Rihannas dieser Welt. Ich glaube, dein Telefonbuch ist das, was jeder haben möchte und man wünscht auch nur mal für eine Stunde zu telefonieren mit dem Ding. Zeigen hat eine Wahnsinns-Erfolgsstory hingelegt mit sellanycar.com. Ich bin gespannt, ob du die 100 Millionen gekriegt hast, weil damit wärst du das Unicorn im Leben und das wäre eine Sensation. Für mich sehr, sehr voll. Und vor allem ist er das, er ist einer der einflussreichsten Menschen von dem Middle East, von der Forbes-Liste, frisch gelistet, ganz großartig. Herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns riesig, dass du da bist. Lieber Zeigen, Bühne gehört dir. Willkommen. Vielen Dank. Es ist echt eine große Ehre, wieder nach Hause zu kommen. Ich habe auch sehr lange hier mein Leben verbracht. Also ich habe hier Abitur gemacht an dem Hermann-Böse-Gymnasium. Das war es dann allerdings auch schon für Bremen und mir. Das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass Bremen jetzt nicht meine Liebe genießt, sondern daher, weil ich erstmal an einer Uni studieren wollte, die sich wirklich um Unternehmertum kümmert und sich auch darauf fokussiert. Und das war leider nicht hier anzufinden. Darum habe ich an der WHU studiert. Das ist bei Koblenz, eine kleine Business School. Relativ erfolgreich für Internetunternehmer mittlerweile. Das hat sich aber erst im Nachhinein herausgestellt. Und was ich dort gelernt habe, war eigentlich, dass das Netzwerk das war, was ich eigentlich dort gewonnen habe. Was ich dort gelernt habe, war natürlich gut. Das habe ich dann irgendwann auch nie gebraucht. Zwei Sachen, also Netzwerk und das andere war durch das strukturierte Lernen unter Druck. Ja, das macht man jeden Tag, das mache ich heute auch noch. Aber am Anfang hat es halt noch zu Stress geführt. Mittlerweile ist das, glaube ich, tagtäglich so und man gewöhnt sich dran. Und das ist auch eigentlich das, was uns erfolgreich hält. So, was habe ich danach gemacht? Ich habe danach gegründet. Eine Handtaschenmarke für Damen. Die Firma wurde dann auch verkauft an den größten russischen Online-Händler für Fashion. Also nach 9 Monaten. Bin dann direkt nach Dubai gezogen mit einem Rucksack, also nichts anderes und einer Idee. Und habe mich circa 6 bis 8 Monate in ein Restaurant reingesetzt. Umsonst WLAN, günstiges Office. Und habe dort dann auch das erste Team gewinnen können. Also ich habe Leute wirklich überzeugt, dass sie von Silicon Valley nach Dubai ziehen und mit mir was starten. Auf der anderen Seite musste ich natürlich Investoren überzeugen, dass sie investieren. Also ich war 24, als ich dahin gezogen bin. Und das hat dann auch ungefähr, wie gesagt, 6 bis 8 Monate gedauert. Und mein erstes Investment war nicht relativ hoch, also es war 1,9 Millionen Dollar für ein Fashion-Unternehmen online. Wir haben dann nach 7 Monaten monatlich schon 1 Million Dollar Umsatz gemacht. Das ist extrem schnell gewachsen. Waren dann ungefähr 250 Mitarbeiter, haben dann fusioniert mit dem größten E-Commerce-Unternehmen im Nahen Osten. Das heißt Souq.com, da bin ich mittlerweile Teilhaber. Sind jetzt bei knapp 4000 Mitarbeitern. Und ja, macht nach wie vor Spaß. Aber ich bin dort nicht mehr aktiv als
President, sondern habe wieder was Neues gestartet. Und das ist dann, wie Lenke schon sagte, Cell&EK geworden. Cell&EK ist der größte Gebrauchtwagenhändler im Nahen Osten. Na, jetzt könnte man überlegen, das würde ich sowieso werden. Allerdings hat das wirklich sehr wenig mit Gebrauchtwagenhandel zu tun. Und zwar ist das eine Technologieplattform, ist ein Marktplatz, der Autos verkaufen kann innerhalb von 12 Minuten. Und wir haben hier in Deutschland gegründet. Und dann ist mir allerdings was aufgefallen, was extrem enttäuscht war. Also ich hatte ja 8 Jahre dann nicht mehr in Deutschland gewohnt, also mittlerweile 7 Jahre in Dubai und davor eigentlich auch einige Jahre im Ausland. Und was mich enttäuscht hatte, war, dass das Qualitätsbewusstsein der Deutschen im Ausland beziehungsweise das Marketing Deutschlands extrem stark ist. Aber wenn man dann hierher kommt, dann hatte ich das Gefühl, dass die Leute sich darauf ausruhen, auf den Lorbeeren der Generationen davor. Also ich hatte auch das als Scherz immer angekündigt, Achtung, Kunde droht mit Auftrag, das scheint Realität hier zu sein. Also ich habe extrem lange gebraucht, Leute zu überzeugen, meine Aufträge anzunehmen. Freitagabends. Das kannte ich in Dubai gar nicht. In Dubai geht es wirklich mal, wenn man einen Auftrag bekommt, dann macht man alles dafür, dass man wirklich diesen Auftrag dann gut macht, beziehungsweise dann auch das Geld generiert. Hier war das quasi ein bisschen gemütlich. Also ich nenne das im Unternehmertum 1.0, also relativ relaxed, einfach. Das war das Erste. Diese Motivation hat mir ein bisschen gefehlt. Das Zweite war, ich hatte quasi das Gefühl, dass ich für eine Mannschaft gespielt hatte. Das war ziemlich gut. Aber der Verein, der war irgendwie gegen mich. Das war ganz komisch. Also was ich damit meine ist, die Bürokratie Deutschlands hat irgendwie dafür gesorgt, dass ich habe in dem ersten Monat 2 Millionen Dollar hier investiert, einfach nur ein Office zu gründen, Team einzustellen und wirklich das zu machen, was eigentlich der Gesellschaft was Gutes tun sollte. Wir hatten 6 Steuerprüfungen in den ersten 6 Monaten. Wir haben, also, das war ja auch alles noch in Ordnung. Ich habe 8.000 Euro pro Monat für Steuerberater bezahlt. Und das als Startup mit 10 Mitarbeitern. Ja, das war jetzt Frankfurt alleine. Wir waren dann irgendwann 40 Mitarbeiter. Da habe ich noch ein Auge zugedrückt. Irgendwann war das dann mit der Vorsteuer, dass man Steuern vorbezahlen musste. So dieses Konzept an sich habe ich nicht verstanden in einem Startup. Es geht doch eigentlich darum, dass die Startups das Geld erstmal behalten sollten, damit wir das Beste tun, was der Gesellschaft eigentlich passieren könnte. Und das ist nicht Wohltätigkeit, daran glaube ich nicht, obwohl ich das mache nebenbei. Was noch viel wichtiger ist, ich glaube, das Wichtigste oder das Beste, was einer Gesellschaft passieren kann, ist, ein Unternehmen zu gründen, das profitabel ist. Und profitabel sein im Markt bedeutet, dass man Wert schafft, weil sonst überlebt kein Unternehmen. Wenn man Wert schafft, heißt es, dass, wie das Wort schon sagt, dass Wert generiert wird. Und genau das ist, was jede Gesellschaft braucht. So, das heißt also, ich habe hier dann irgendwann auch entschieden zu sagen, ich spiele nicht gegen meinen eigenen Verein und habe Return on Investment ganz einfach gesagt, wenn ich jetzt 100 Millionen hier investiere, kriege ich weniger, als wenn ich es im Nahen Osten investiere. Schade, weil ich meine, der Markt war nicht viel größer. Ein deutscher Markt ist 80 Milliarden Euro, wenn es zu Gebrauchtwagenhandel kommt. Im Nahen Osten sind wir sehr, sehr ähnlich. Ein bisschen fragmentiert. Das war also mein Learning. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass wir hier wirklich als Deutschland was ändern müssen gegenüber Unternehmern. Ich habe auch gerade gelesen, wenn nur Gründer wählen dürften, dann hätte die FDP 29% im Bundestag. Das heißt, es wäre die stärkste Partei. Ich bin jetzt kein Politiker, ich habe das nur gelesen. Ich finde, wir sollten wirklich darauf achten, was wirklich der Gesellschaft was bringt. Es gibt 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland und davon sind 99,6%, also fast alle KMUs, kleine und mittelständische Unternehmen. Also quasi die Startups oder kleinen Unternehmen, die wirklich Deutschland ausmachen.
Wenn wir gegen die gehen, dann gehen wir eigentlich gegen uns selber. 15.000 Großunternehmen und 15.000 Startups im Sinne von, was wir eigentlich heute machen wollen, beziehungsweise wir reden ja um über die hochinnovativen, technologiebasierten, beziehungsweise an der Technologie nahe arbeitenden Unternehmen. Davon gibt es 15.000 ungefähr, habe sie jetzt nicht alle gezählt. Das heißt also, wir müssen schauen, wie ihr, und ich nehme einfach mal an, dass ihr Gründer seid, wie ihr da motiviert werdet, Helden zu werden. Ja, ich nenne das Helden, weil es mittlerweile, ich habe auch was gegründet, das heißt Startup Hero. Startup Hero ist ein Konzept, das Unternehmen beziehungsweise Unternehmern hilft, Investment zu finden und Investoren hilft, Unternehmen zu finden. Und ich nenne das halt Startup Heroes, weil wir, gerade weil ich das auch in Deutschland selber erlebt habe, ich habe mittlerweile, glaube ich, in 8 Ländern Unternehmen gegründet und Deutschland hat natürlich ein Riesenpotenzial, ist ein super Markt, ist auch eines der bestperformenden Länder weltweit. Aber wir sollten gerade deswegen nicht gegen unser eigenes Land kämpfen müssen, um Jobs zu schaffen. Ja, wir sollten also nicht über Hürden springen müssen, über die wir eigentlich gar nicht springen sollten. Wir sollten zwar über Hürden springen, die das Unternehmen selber haben, ja, also das Core Business. Das Problem zu lösen ist ja schon schwierig genug. Da sollte man eigentlich nicht noch mit der Bürokratie kämpfen. Also trotzdem, und darum nenne ich das Startup Heroes, man muss eigentlich wirklich ein Held sein, um da durchzukommen. Und darum hoffe ich, dass wir heute hier ein paar Helden finden. Vielen Dank. Was du gesagt hast, weil es trifft genau das, was wir versuchen. Wir wollen bürokratiefreies erstes Jahr, wir wollen Online-Gründung einführen, wir versuchen irgendwie eine Bevorzugung von Venture Capital steuervergünstigt zu machen, wir versuchen gerade auch Gewerbesteuer ein bisschen runterzurücken, also ganz, ganz viele Sachen, was du gesagt hast, ich glaube, was wir auch sowieso aufgenommen haben. Wenn ich deine Story so höre, liest sich das so ein bisschen wie aus dem Bilderbuch gefühlt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich gern anders gemacht? Ja, davon gibt es einiges. Ich glaube, als Unternehmer, gerade wenn man Venture Capital backed ist, also wenn man VCs als Investoren hat, dann vergisst man teilweise die Grundlagen vom Business. Ja, es gibt 3 wichtige KPIs und jedes Unternehmen schaut sich das an. Das ist Topline, also Sales. Und dann gibt es diese Unit Economics, das heißt die Wirtschafts-, also wie das Unternehmen auf Wirtschaftseinheitbasis performt. Und dann gibt es EBIT, ja, also wirklich Profit, ganz am Ende, Net Profit und Net P&L. So, und wenn man sich halt VCs anschaut und gerade Startups, dann fokussiert man sich am Anfang sehr viel auf Topline, GMV oder Sales. Man vergisst dann aber die Grundlagen des Businesses, das heißt, wie funktioniert das auf Unit Economics Basis, also auf Wirtschaftseinheitbasis. Ist man eigentlich profitabel in dem, was man macht im Kerngeschäft? Ja. Und was ich dann wirklich auch nach mehreren Jahren gelernt habe, ist, einfach mal auf die Bremse zu drücken bei VCs und zu sagen, solange man das Geschäft nicht wirklich versteht, man, das versteht keiner. In den ersten 6 Monaten verstehen Unternehmer ihr eigenes Geschäft einfach wirklich nicht. Man hat Annahmen, aber die stimmen meistens nicht. Solange man also das noch nicht verstanden hat, sollte man nicht Vollgas geben. Auch wenn man das Geld auf dem Konto hat. Auch wenn man denkt, dass jetzt Wettbewerber kommen. Ich würde Expansion langsamer angehen. Ich würde aufs Kerngeschäft schauen und teilweise auch in den ersten 6 Monaten finden, was wirklich das Kerngeschäft ist. Weil das, was man annimmt, teilweise ist dann auch falsch. Man müsste dann quasi auch mal gucken, ob das Kerngeschäft stimmt. Also, wie gesagt, auf die Basis, Grundlagen achten am Anfang. Und dann Vollgas geben. Nicht andersrum. Okay, guter Tipp. Danke dafür. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, nach deiner Story habe ich verdammt viel zu tun, die ganzen guten Römer jetzt auch in Bremen zu halten und in Deutschland zu halten. Weil nach deiner Story müssen die ja eigentlich jetzt alle nach Dubai auswandern. Also, was ist dein Tipp? Warum sollten sie unbedingt in Deutschland bleiben? Erstens werden sie sowieso nicht alle nach Dubai auswandern. Das ist unrealistisch. Warum man in Deutschland bleiben sollte, ist, weil der Markt an sich
egal was man hier macht, extrem reif ist. Also wir sind immer quasi 1 bis 1,5 Jahre hinter den USA. Das heißt, also man hat einen sehr guten Vorteil, quasi schon von den Fehlern der Amerikaner zu lernen und dann das hier zu kopieren. Das machen ja viele. Ich glaube nicht, dass wir viele Erfinder haben. Also ich glaube nicht, dass Deutschland der Erfindermarkt ist, gerade im Tech-Startup-Bereich. Es gibt natürlich im Engineering-Bereich sehr viele Erfinder. Im Tech-Startup-Bereich glaube ich eher weniger. Das heißt, man hat natürlich diesen Luxus, dass man von anderen Fehlern lernen kann. Der Markt an sich ist riesig. Ja? Also wenn man Deutschland, also 82 Millionen Menschen als potenzielle Kunden hat, ist das schon extrem gut. Und Deutschland an sich geht es ja gut. Also wir wollen ja jetzt nicht Deutschland schlecht reden. Deutschland hat 6% Arbeitslosenquote, das ist sehr gesund. Ja? Ob die Zahl jetzt genau so stimmt, weiß ich nicht. Das ist aber offiziell. Also ich, abgesehen davon, man sollte nicht so unbedingt von seinen Eltern weit weg wohnen. Also ich bin ein schlechtes Beispiel. Okay, alles klar. Lieber Sahin, vielen, vielen Dank. Grandios, dass du da bist und vor allem deine Startup Heroes. Ich würde dir auch applaudieren, ich kann gerade, ich mach's hinterher.